Hey, liebe Nosy Rosie, ich bin die Mia und ja, kein Sonntag, aber Freitag. Ja, ich stelle mein Video heute schon hoch, weil ich am Wochenende nicht da bin. Und ja, genau. Ja, das dieswöchige Thema lautet: Welche fünf Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Also, ich habe mir da jetzt mal Gedanken drüber gemacht und irgendwie ist es gar nicht so einfach. Was mir als erstes eingefallen ist, meine Gitarre. Weil Musik ist einfach, weiß nicht, mein Leben und ja, da habe ich was zu tun und kann ein bisschen rumklimpern und ja. Deswegen muss die Gitarre auf jeden Fall mit. Dann würde ich Fotos mitnehmen. Von Freunden, Familie. Damit ich wenigstens was von ihnen habe, wenn ich schon auf einer einsamen Insel bin. Ja, dann auf jeden Fall ein Taschenmesser und irgendwie eine Säge. Damit ich mir dann ein Baumhaus zusammensägen kann. Ja, da ich keine Nägel habe, werde ich dann einfach irgendwelche Buschblätter benutzen zum Zusammenbinden. Ja, mal sehen. Ja, da ich glaube, dass ich ganz viel Langeweile haben werde auf einer einsamen Insel, würde ich mir noch einen Fußball mitnehmen, damit ich einfach ein bisschen rumkicken kann und ja. Bisschen auf Trab halten. Und dann würde ich mir noch eine Decke mitnehmen, weil weiß ja nicht, wo die einsame Insel ist. Könnte kalt werden. Und ja, so eine Decke kannst du, denk, in vielerlei Hinsicht benutzen, irgendwie, wenn du die als Dach, also als kleiner Schutz zum Zudecken, zum Drauflegen. Ja, also das wären meine fünf Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde, zum jetzigen Zeitpunkt. Genau, ja. Genau, das war's schon zum Thema. Ja, ihr denkt euch sicher jetzt, ey, irgendwas ist an der Mia anders. Genau, ich war beim Friseur, wie man es vielleicht sieht hier. Also soll lila sein. Also irgendwie sieht es jetzt ein bisschen komisch aus. Sonst ist es lila und ja, der Rest schwarz und Haare ab. Falls ihr mal Ideen für eine Frisur habt, nur her damit. Ich bin für alles offen. Ja. Dann wünsche ich euch jetzt noch also ein schönes Wochenende. Habt Spaß, genießt hoffentlich das schöne Wetter. Also bei mir sieht es gerade nicht aus wie schönes Wetter, bei mir gewittert es. Ich hoffe, das ändert sich und am Wochenende ist gutes Wetter. Ja, habt Spaß und bis nächste Woche Sonntag wie gewohnt. Tschüss, die Mia!